Der gute Hirte seiner Pfarreiengemeinschaft, so kennt man Pfarrer Karl-Bert Matthias aus Bad Hindelang bereits. Doch über die Grenzen des Ostrachtals hinaus wissen wohl nur die wenigsten, dass der 57-Jährige in seiner Freizeit Volkstänzer ist. Und so kommt es, dass der Pfarrer hier im Ort immer mal wieder in Tracht zugange ist. Dazu gekommen ist er recht schnell und unkompliziert. Das war ganz spontan. Ich habe Leute im Dorf kennengelernt und dann wurde gefragt, hast du Lust? Und es war ganz nett. Man hat mir gesagt, eine Dame bei uns aus Hinterstein, die würde nur beim Volkstänzer mittanzen, wenn ich mittanze. Und umgekehrt hat man ihr gesagt, dass sie mittanzt, wenn ich mittanze. Und dann war ich dabei. Und das ist ja eine Ehre, wenn man beim Trachtenverein in der Tracht mittanzen darf und auch die Tracht überhaupt tragen darf, ne? Das war vor rund 16 Jahren, kurz nachdem der heutige Dekan als Pfarrer nach Bad Hindelang gekommen war. Mittlerweile ist der 57-Jährige festes Mitglied in gleich zwei Volkstanzgruppen, in Hinterstein sowie hier in Bad Hindelang. Einmal die Woche, immer am Freitag, heißt es dann Proben. Heute steht sogar noch ein Auftritt für die Volkstänzer an. Das ist die Gruppe im Trachtenverein, die im Erwachsenenalter auf die aktive Plattlerzeit folgt. Für Pfarrer Matthias ein Hobby, das mit Herausforderungen verbunden ist. Es ist nicht so einfach. Man denkt einfach lostanzen, das Ganze. Man muss es richtig proben und üben. Und gerade für mich als Rheinländer ist es also schwieriger gewesen, reinzukommen. Ja. Und das macht halt die Freude daran. Ne? Und vor allem, was sehr schön ist, dass diese Tänze seit Generationen dann weitergegeben werden. Also gerade hier in Hindelang, dass es seit Generationen zu Generation an die Volkstänzer weitergegeben wird, die dann später zum Sechser-Tänzer gehen und so. Das ist so ein Wachsen. Die kleinen Platte, die jetzt noch in den Kindergruppen sind, die werden irgendwann mal bei den Volkstänzern landen, die Volkstänzer bei den Sechser-Tänzern. Das wächst einfach so und das ist doch eigentlich eine sehr schöne Tradition. Eine Tradition, die nicht nur dem Pfarrer, sondern auch den Menschen hier im Tal sehr wichtig ist. Getanzt werden dabei zum Beispiel Polka, Bayerische oder Walzer. Das Wichtigste für Pfarrer Matthias ist dabei die Freude am Tanzen, auch wenn nicht immer alles rund läuft. In den ersten Jahren ist vieles schiefgegangen. Also man geht auf einmal in die falsche Richtung oder auf einmal hatte ich zwei Tanzpartnerinnen oder so. Aber das sind die Anfangsschwierigkeiten. Aber es passiert immer wieder was, auch jetzt eben bei der Probe und so. Mittlerweile hat Pfarrer Matthias Routine bekommen, auch was die öffentlichen Auftritte angeht. Vorgetanzt wird auf Waldfesten, wichtigen Jubiläen oder wie hier bei einem Heimatabend für Touristen und Einheimische. Und auch wenn es auf den ersten Blick vielleicht nicht so aussieht, gefragt sind beim Volkstanz Koordination, Konzentration und Ausdauer. Somit ist das Hobby irgendwie auch ein bisschen Ausgleich im Alltag. Ja, ich denke, wenn man die Tracht tragen darf, dann ist das ein großes Stück Heimat, an dem ich also teilhaben darf, durch den Volkstanz oder durch den Trachtenverein, durch die Veranstaltungen, durch die Gemeinschaft, Kameradschaft und so. Und das tut mir als Priester ja ganz gut und dafür bin ich auch sehr dankbar, seit 2001 das zu erleben, neben meiner Arbeit, freitags zur Probe zu gehen, das ist Privatleben, miteinander reden, eine Pizza essen nach der Probe oder einfach ins Gespräch kommen, über Gott und die Welt zu reden und das tut einem Pfarrer auch ganz gut, dass man einfach mal abschalten kann. Trotz wenig Zeit ist Pfarrer Matthias der Volkstanz enorm wichtig. Auch Musik lag ihm schon in jungen Jahren am Herzen. Rhythmus im Blut hat er dabei schon fast herkunftsbedingt. Da ich ja gebürtiger Kölner bin, habe ich natürlich auch schon als Priester in Köln bei den Roten Funken mitgetanzt. Ich denke, das ist einfach die Freude. Tanzen macht auch Spaß. Also wenn ich auch als Priester bei Hochzeiten eingeladen bin, dann gehört es für mich natürlich dazu, dass ich am Abend einmal mit der Braut tanze oder einen bayerischen Tanz. Ist auch sehr schön. Tanzen ist ein Ausdruck der Freude. Und ich glaube, ein Priester kann genauso gut tanzen wie ein Ehemann. Aber nicht jeder Ehemann kann gut tanzen wie ein Priester. Auch weiterhin möchte Pfarrer Matthias den Volkstanzgruppen Bad Hindelang und Hinterstein treu bleiben. Und vor allen Dingen will er sich die Freude am Tanzen erhalten.